Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch besser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So. Bösemann haut das Video raus und mit der Überschrift Cashmo. Hiermit nehme ich die Herausforderung an. Ich frage mich, wann der Cashmo den überhaupt zum Kampf herausgefordert hat. Armin Keu, Alter. Digga. Scheiße, Mann, Alter. Aber wir gehen da erstmal hier direkt rein zum Kelban, ja. Falls der ein oder andere sich erinnert, als wir über Cashmo geredet haben, habe ich ja gesagt, dass die versuchen, Cashmo zu linken, zu verarschen. Das ist ein ganz doofer Schachzug. Jedem Designer, wenn er sich mit denen verträgt. Und guck mal, siehe da, einen Tag später hat Cashmo sich gedacht, ey, ich lasse mich von denen nicht verarschen. Und der Friedensvertrag ist quasi gebrochen. Naja, Beste, was der Cash machen konnte, weil die wollten ihn auf jeden Fall da verarschen. Natürlich, auch wenn er vielleicht ein bisschen Frieden hat mit Bero Schmast, am Ende des Tages ist Bero Schmast auch nur irgendein Typ, der da jetzt von Böse und der ganzen Ecke benutzt wird. Der Cash hat da schon gute Worte gefunden. Kommt zurück in die Heimat, nach NRW. Wir werden, also ich persönlich werde wahrscheinlich mit ihm nichts zu tun haben möchten. Naja, ich möchte gar nichts mit ihm zu tun haben. Ja, auch wenn ich den mal korrekt gefunden habe und eigentlich immer respektiert habe, weil wir uns schon sehr lange kennen. Aber diese Aktion, die er letzte Zeit gebracht hat und da diese Äußerung, die er von sich gegeben hat und all das, da sage ich, ey, schneide eine Scheibe von OJ ab. OJ ist ein richtiger Tüftekerl, ne? Der Gorilla aus dem Nebel, ne? Und so, wir ziehen uns das direkt rein. Amal, bist du am Start? Ich bin da. Okay, so. Und sorry auch nochmal. Ich bin da! So, natürlich hat der Kelb das passende T-Shirt an. Ein Kelb, ja, hast recht. Ne, das macht was mit dir, ne? Das macht was mit dir. Wenn du ein eigenes Foto von dir auf dem T-Shirt hast, ne, das macht was mit dir, ne? Hier sieht man das. Das voll ist die Placker. Ja, guck mal, das ist der Placker. Plackkelb. Der Plackkelb. Naja, das macht was mit dir. Das macht was mit dir mit dem Hund. Das macht was mit dir. Ah, Junge. So. Und heute widmen wir uns dem Thema Cashmo. So. Cashmo, der vor einigen Tagen Besuch bekommen hat auf Malle von Berobas. Ja, er hat der Besuch bekommen von Berobas. Das hört sich natürlich so an, als hätte Berobas sich die Mühe gemacht und hätte ihn aufgelauert. Mit Panzer reingefahren. Der ist da mit Artillerie in das Gebiet von Cashmo gefahren, was man ja auch hier nicht vergessen darf. Mallorca und die Ecke, das ist Cashmos Gebiet. Ne? Das ist so seine Ecke. Kannst nicht einfach hinfliegen oder irgendwelche Welle machen. Da war ihm vor der Haustür. Schon ein bisschen kritisch. Wenn du auf eine Insel fährst mit einem Einheimischen, ist der Rückflug ganz schwierig immer. Gerade dann, wenn du ein bisschen verhindert bist, wie Schmero Schmast und nicht so schnell auf den Beinen bist. Ne? Ja. Ist leider so. Und welcher dann versucht hat, ihm nahezulegen, dass Cashmo eigentlich fehl am Platz ist bei diesem Beef zwischen mir und der anderen Seite. Zu der anderen Seite komme ich auch gleich nochmal. Wo dann auch der Cashmo dann auch tatsächlich eingelenkt hat. Okay. Und dann... Der Cash, also guck mal, wie er die Wörter... Also man muss schon sagen, der böse Kelban ist ja schon ziemlich dämlich. Ne? Aber... Der hat es faustdick hinter den Ohren. Und er weiß auch, wie er manche Sachen formulieren muss, um einen falschen Anschein zu erwecken. Ja? Da hat der Cashmore ja auch eingelenkt. Das bedeutet... Ja, was bedeutet das? Da hat der Cashmore eingelenkt. Checkt ihr, was ich meine? Dieses Wort eingelenkt, das ist schon so ein... Ich spule doch mal einen Schritt vorher. Hat der Besuch von dem Berobas bekommen? Nein, der hat... Hab ich ja gesagt, reden. Komm hier hin, wir reden. Da ist er da hingeflogen. Aber die sagen, er hat einen Besuch von dem bekommen. Das ist ja das, was ich meine. Er will sich, die wollen sich ja immer noch als stabil darstellen. Und er will ja den Schmero Schmast auch als stabilen Kerl darstellen. Das heißt, ein Cashmo, der dumme Allmann, in Anführungsstrichen, der sich ja nicht wehren kann, ja, haben die aber falsch gedacht, der ist ein stabiler Allmann sozusagen, ja, also sagen wir mal so wie er die sich denken, ja, der dumme Allmann, Schmero Schmast fliegt dahin, er hat ihn einen Besuch abgestattet, das klingt ja natürlich schon eher nach einem, findet statt, das klingt eher nach einem, den ficken wir jetzt,
Ja? Und dann hat er natürlich eingelenkt. Das bedeutet, auf ihn wurde Druck ausgeübt. Schmero Schmass ist ein harter Kerl. Und der Cashmo war dann so der kleine Allmann, der dann in Spanien da gesessen hat. Okay, Schmero Schmass, das tut mir auch leid. Ich bin dann eingeknickt, so quasi. Also er ist quasi eingeknickt wie nach dem K.O. von mir. So mäßig. So. So will man das jetzt gerade darstellen. Rausgegangen ist, an das Volk seine Rede geschwungen hat. Und mit seinen Worten das Ding zugemacht hat. Also er hat wortwörtlich gesagt, es ist zu. Zu. Das Ding ist zu. So. Aber leider hat der Cashmo nicht die Rechnung mit mir gemacht, weil er kann zu. Ja, da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht am Ende, ne? Ja, da muss man aufpassen natürlich, ne? Machen, was er will und so viel er will. Für mich ist das Ding immer noch offen. Aus dem einfachen Grund. Ja, der hat das Verfahren natürlich nicht abgeschlossen. Ne? Also wenn die Musik aus ist und das Licht angeht, auf der Tanzfläche wird auf jeden Fall noch einer stehen. Das ist, also man muss ja ehrlich sagen, also der Böse ist da immer noch am Ermitteln. Ne? Der Ding ist natürlich nicht zu. Staatsanwaltschaft Böse Kelban hat natürlich immer noch den Wunsch und den Drang, Cashmo fertig zu machen. Ne? So einfach geht das nicht natürlich. Der Cashmo hat hier etwas falsch verstanden oder etwas missverstanden. Okay. Hat was falsch verstanden, der Cashmo. Der ist ja ein Analphabet, ne? Der Cashmo, der dumme Cashmo, ne? Er hat ja nur 10 Läden, nur Haus, fette Autos, aber er ist ja der deutschen Sprache nicht mächtig, der Allmann. Ne, der hat ja was falsch verstanden. Der hat nicht verstanden. Ne, ich muss schon sagen, der Cashmo, der ist ja schon echt. Ja. Ne? Also, viele wissen es nicht, Cashmo ist halt seit anderthalb Jahren erst in Deutschland. Ne, der hat ja gerade erst Deutsch gelernt. Er hat das nicht gepeilt, was der böse Kelbanser sagt. Wenn der Cashmo meine Zustimmung, weil meine Zustimmung ist natürlich ausschlaggebend, um so einen Beef zuzumachen, weil der gute Cashmo hat vergessen, warum dieser Beef entstanden ist. Ja? Der Beef ist entstanden, weil sein Herrchen, der Farid Bang, meine Familie und meine Toten beleidigt hat. Das. Och, oh mein Gott. So hat der Beef natürlich angefangen, ja klar. Also, ich glaube, der böse Kelban hat etwas nicht verstanden. Der Beef oder die Antwort von Farid kam, weil du nicht aufgehört hast, Farid Bang seine Familie zu beleidigen. Und wenn es nur bei Beleidigung wäre, könnte man ja nur sagen, scheiß drauf, man beleidigt sich. Aber du hast noch Interviews gegeben, hast Leute dahingesetzt. Ihr habt Lügen und Gerüchte verbreitet über Farid, über mich. Andere Leute, mit denen du zu tun hast, haben über andere Menschen Lügen verbreitet. Darum geht es. Der tut so, als ob die Beleidigungen so schlimm sind, aber Lügen und Gerüchte verbreiten halb so schlimm ist. Wenn ich mich nicht erinnere, hieß es nicht, also der Ursprung dieses Streits, also der Anfang der Anfänge, war doch, weil er dachte, dass Fabri ein Feature kriegt und nicht bekommen hat. Das war doch der Ursprung, oder täusche ich mich gerade? Jetzt mal Spaß beiseite. Das ist doch der Grund für allem, oder? Also ich glaube, einer seiner Künstler sollte wohl ein Feature mit Farid bekommen, angeblich, oder eine Studio-Session irgendwas. Und deswegen schießt böse Kelban mehr gegen Farid. Und das hat er ja auch dem Mock am Telefon erzählt. Und da gibt es ja auch diese Memo, die da rausgebracht worden ist. Und da sagt er, ey, der Kelban ist so dämlich. Er sagt es doch selber. Der Kelban sagt selber, Farid ist der beste Rapper in Deutschland. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe auch nichts gegen den. Aber so und so ist ja passiert. Also überleg mal, dem Kelban ist es scheißegal, ob jemand ein Pedo ist oder das. Dem ist das scheißegal. Dem geht es nur um seine eigenen Vorteile. Kein von denen geht es ja um Kinderschutz. Das ist ja alles nur Maskerade und erfundene Scheiße. Und diese Bubble von denen, die sind so dämlich und die checken das einfach nicht. Ne? Was für eine Maskerade da gespielt wird. Ja? Ja, das ist unfassbar. Das ist der Beef. Darum geht's. So. Natürlich, für die einen oder anderen, für viele ist das nicht nachvollziehbar, ne? Weil, ja, Rapper beleidigen sich halt so. Ja, die Rapper beleidigen sich so. Aber mich beleidigt so niemand. Ungestraft, sagen wir. Oh, ungestraft. Also möglich ist es. Möglich ist es? Aber davon kommst du mir nicht, Junge. Aber ungestraft davon kommen, das gibt's bei mir nicht. Da habe ich auch noch welche mitzureden. Ne? Also, da muss man ehrlich sagen, ne, also bei mir geht das nicht. Ich habe hier mehrere Leute, die ganzen Bürokram hier für mich machen. Ne? Wir haben so eine Karteikarten. Die kannst du alle in Kakao ziehen. Ne? Jeder, der mich beleidigt hat, das wird so abgearbeitet bei uns. Ne? Und da kommt keiner davon. Ne?
Also, da wird abgearbeitet. Kanonenkodex. Ne? Das ist der Kodex, ne? Das war so ungestraft. So. Und da hätte dann der gute Cashmo dann eigentlich so viel Mann sein müssen, sich dann, wenn er sich schon vor die Kamera hinstellt und hier auch wichtig tut, ja, und dann auch sagen, böse Mann, es tut mir leid, dass ich mitgemacht habe in einem Video, wo deinem... Vor allen Dingen, wie er noch versucht, dass man ihm sagen muss, es tut mir leid. Das hat er bei Mock auch versucht, ja, oder bei anderen Leuten. Wir müssen zu dem großen bösen Mann sagen, Herr böse Mann, es tut mir so leid. Es tut mir doch so leid. Ich würde, böse, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Eigentlich hätte der, ich würde, stellt euch mal Cashmo vor, irgendwo in Mallorca mit so einem Unterhemd. Es tut mir doch so leid. Das böse Mann, ich böse würde Mann. Alles tun, dass du mir verzeihst. Das ist dein Wunsch. Ich schwöre, das ist dein Wunsch. Er denkt so, man muss da, sich so... Er denkt, da fängt er schon an. Da fängt er schon an, er denkt. Er versucht zu denken, da ist was im Kopf, da ist irgendwas. Da schwirrt was rum. Aber ne? Hauptsache bei mir, als er sich entschuldigt hat angeblich, wo seine eigene Community ihn platt gemacht hat, für das, was er gesagt hat, seine Entschuldigung war folgendes. Deswegen sage ich, hätte ich eh nicht angenommen, aber auch das war es nicht. Ich entschuldige mich für eine Sache, die ich ja eigentlich gar nicht getan habe. Ja, ja. Das ist eine Entschuldigung. Also im Prinzip ist das keine Entschuldigung. Nein. Ich sage das jetzt nur, damit meine Community weiterhin bei mir bleibt, aber ich entschuldige mich nicht. Das war es übersetzt. Einer schreibt, Sinan, bei ABK wollte er auch ein Entschuldigungsvideo. Ja, ja. Also auf Entschuldigungen, ne, das ist ja hier so ein Ding, ne? Aber... Er denkt sich oder er wünscht sich so, dass der Cashmo sich so auf Knien hinsetzt. Bitte, Herr Bösemann, es tut mir so leid, dass ich da mitgemacht habe. Digga. Bösemann, Abi. Ja, so, genau das erhofft er sich so. Deine Familie und deine Toten beleidigt wurden. So, dann hätte ich mit mir reden können lassen, dann hätte ich mir das durch den Kopf gehen lassen, ob das in Ordnung ist, ob ich dem zustimme. Ja, da hätte der große... Da hätte der große, böse Kelban natürlich da einen Gedanken gemacht. Zumindest überlegt. Schmier ich dem jetzt noch eine oder nehme ich das an und sage, okay. Genau, also er hätte die Worte dann von Cashmo aufgenommen wie ein Schwamm und hätte sich dann Gedanken gemacht. Er hätte sich dann abends hingesetzt, ne? Hätte dann schön so schön Heimatsmusik angemacht und sich Kopf gedacht, ficken wir den oder ficken wir den nicht? Denn das ist schon gütig. Allein, dass er sich diese Gedanken macht. Also man muss doch ehrlich sagen, der große böse Mann, er ist wirklich sehr groß und was, wie haben die gesagt zu Maximus im Rom, was haben die gesagt? Der Gütige, was, der Barmherzige. Der Barmherzige. Böse Mann, der Barmherzige. Ja, du bist so barmherzig. Ja, ist jemand da? Ne, ist dein Herz da, böse Mann? Gib uns dein Herz. Der Allverzeihende. Der Allverzeihende böse Mann. Ja? Aber nein, der stellt sich dahin, macht ein Video, dass Leute von seinem Camp sozusagen bereit gewesen waren, ne, loszumarschieren, okay, um hier in die Konfrontation frontal reinzugehen. So. Ja. Und dann hat er diese Ansage da, oder dieses Zumachen, nennen wir es mal das Zumachen, ja, was, das ist zu jetzt, so hat er ja gesagt, das ist jetzt zu. Dieses ja. Zumachen hat er dann wieder gelöscht. Das hat er natürlich dann wahrscheinlich gelöscht, weil er sich gedacht hat, ey, ich lass mich hier nicht verarschen, ne? Hat er dann gelöscht, mit der Begründung, dass Leute von ihm das so nicht gut geheißen oder nicht gut fanden. Gut heißen. Und hat dann auf Instagram den gleichen Scheiß bloß in grün hochgeladen. Also nicht großartig anders. So, ne? Und zu guter Letzt hat dann der gute Cashmo dann noch eine dritte Version seines Zumachens hochgeladen, indem er das nicht mehr zumacht, sondern wieder aufmacht. Ja, die vollendete Version seiner Aussage. Ja,
Der Cashmo kann nur 100 Aussagen machen, Ansagen machen, wie er möchte. Ist ja ihm überlassen. Nachdem du da schon 50 Videos gegen alle gemacht hast, das sind jetzt so drei so Insta-Ansagen von Cashmo das kleinste Problem. Ja. Da habe ich dann was bei Memo Rap Check gesehen. Und ich würde sagen, das gucken wir jetzt noch mal gemeinsam an, was der gute Cashmo hier zu sagen hat. Sehr schlau von Böse Kelban. Ich glaube, Schmeck sagt hier in dem Video, das wäre eine Herausforderung von Cashmo. Und natürlich fühlt sich der böse Mann natürlich dazu aufgefordert. Ja, diese Herausforderung nehme ich an. Ja, hat er so ein Schlupfloch gefunden im System. Ich, böse Mann. Ne? Wow. Direkt an mich. Ich bin immer gespannt, was der da für Worte an mich... Ja, er hat das ja vorher gar nicht gesehen. Nee, weil du... Ich bin sehr gespannt gerade. Richtet. Hier übers Internet. Deine Lieblingsplattform, auf der du am liebsten stattfindest. Ne? Oder gerne irgendwelche Ansagevideos droppst, dass du die einzige Unterwelt bist in Deutschland und dass alle anderen nicht in der Hip-Hop-Szene existieren, außer du. Ich weiß nicht, was dieser Typ hier falsch verstanden hat oder nicht verstanden hat, aber du, lieber Cashmo, du bist alles andere als Unterwelt oder sonst irgendwie irgendwas von dem, was du da darstellen möchtest. Jetzt müsste man diesen Ausschnitt von dem, der gegen Dreckszahn diese Aussage gemacht hat. Ja, der hätte 20 Jahre bekommen, dies, das. Er macht keine gemeinsame Sache mit den Zinkern, genau. Die loben sich nur gegenseitig und pushen sich nur gegenseitig. Er hat mit denen gar nichts zu tun. Ey, wen willst du verarschen? Ich feiere seinen Content. Ja, ich feiere seinen Content. Übrigens, hier ist ja ein Journalist, der... staatlich geprüften und zertifizierten Journalistenausweis. Journalistenausweis aus für Plastik. 15 Euro. Ja, Plastikausweis. Nicht Papier. Digga, ja, der Presseausweis, genau. Presseausweis. Also ganz ehrlich, ne, wen willst du hier was erzählen? Merkt ihr nicht, wie die euch verarschen? Aber ich meine, die mir hier zuschauen, ihr seid eh, wir sind eh eins, wir sind eine Fam. Ihr wisst das eh. Aber die Leute von denen, peilen die das nicht? Hör mal, der arbeitet mit Zinkern, der tut er so, ne, mach ich nicht. Aber nein, die supporten sich nur so. Ach so, er denkt, dass man sich privat nicht trifft, dann hat man ja miteinander nichts zu tun. Aha. Guck mal, die legen sich alles zurecht, wie die wollen. Egal, was man denen sagt. Ja. Richtig, die 200 Fake-Accounts. Ja, die 200 Fake-Accounts. Ich glaube, die geben einfach so ein paar Junkies, ein paar Tüten weg und sagen, yalla. Guck mal, ne, wenn ihr unter seine Videos geht, ne, guck mal, in dem Video geht es gar nicht um mich. In dem Video geht es gar nicht um mich, aber voll viele Hate-Kommentare, einfach gegen mich. Da sind die gekauften Bots von denen, die einfach in jedem Video bei denen kommentieren. Jedes Mal dasselbe. Die kommentieren was Schlechtes über mich und es finden weitere Gerüchte. Und das Ding hat dann einfach so 300 Daumen hoch. Ja, ganz bestimmt. Ich küsse doch dein Herz, Digga. Einer hat gefragt, hast du Video gesehen von PA? Ist jemand da? Ja, habe ich gesehen, sehr lustig. Ich mache ja auch so einen Scheiß den ganzen Tag. Ich habe übrigens auch so ein Video gemacht bei McDrive, bei Mac, so, jemand da? Und der Typ, ja, ich bin da. Aber das ist nicht so, die Aufnahme ist kacke geworden, deswegen. Aber ich werde euch auch noch so einen geilen TikTok machen, später. So, wir ziehen uns halt weiter rein hier. Ich weiß jetzt auch nicht genau, von wem du hier redest. Ich kann es mir aber denken. Er kann sich das denken! Ich hab mich verstanden, warm lesen. Was hat er gesagt? Er sagt, ich weiß, warte, wie den Zinkern, warte. Wie ihr redet, ich kann's mir aber denken, ist auch nicht genau. Und noch mache ich mit Zinkern gemeinsame Sache. Ich weiß jetzt auch nicht genau, von wem du hier redest. Er weiß gar nicht von, nein, er weiß ja gar nicht, von wem er redet. Warte mal kurz, wer könnte denn ein Zinker sein? Die mit mir an der Front waren? Nein. Die ich umgebracht habe? Auch nicht. Nein, die sind ja nicht mehr da. Der die Kerben in die Waffe schlitzt? Auch nicht. Fatou Fat Beats macht immer noch keine Beats, aber ist auch kein Zinker. Er hat noch nie ein Beat platziert. So. Ja. Dann höchstens, also er würde jetzt höchstens auf OG kommen, weil der ist 10 Jahre drücken. Ja, genau, OG. Nur der könnte das. Ach so, jetzt wird, ja, okay, krass. Weil jemand anders kommt nicht in Frage, weil er hat ja niemals mit Zinkern zu tun. Ja. Ich kann es mir aber denken. Das Thema Denken hatten wir ja schon, ne? Guck mal, Cashmo, guck mal. Ja, hier muss er nachdenken, ne? Muss er kurz. Nee, das ist. Die Vibes werden anders. Guck mal, warte. Guck mal, hör mal zu.
Warte kurz, 15 Datteln kurz einmachen. Ich muss kurz eine Dattel abschmatzen, ne? Gehirn funktioniert so richtig. Klar, Momento. Okay. Guck mal, Cashmo. Warte. Kurz einfahren lassen, warte, guck mal, der Gesicht aus. Cashmo, warte, ich geh kurz duschen. Ja. Ich muss kurz beten. Warte, ich geh mal kurz Training. Warte, ich muss beten. Warte, Cashmo, ich muss kurz beten. Ach, ich bete ja gar nicht. Ja. Sorry. Egal, ich mach kurz einfach Abtest. Ach, wie geht das nochmal? Ach, weiß ich auch nicht. Egal, warte kurz. Okay, Kampfansage, das kann ich, Kampfansage. So, wir gucken mal weiter rein. Du stellst dich dahin, drehst deine Runden um den Block mit deinem Handy in der Hand. Okay. Ja. Was du eigentlich schon, weil ich kenne dich nicht anders. Okay. Und wirfst mir vor, ich mache Ansagen im Internet meiner Lieblingsplattform, wo ich nur im Internet stattfinde. Mhm. Guck mal, ich sag dir mal was, du Lutscher. Ich kläre meine Sachen auf der Straße. Ich habe meine Sachen bis jetzt und auch künftig auf der Straße geklärt. Okay? Ja, was euer Rap ist denn mit dem Wort zum angeht, Sonntag, Alter? Was ist denn mit seinem Wort zum Sonntag, wenn er alles auf der Straße klärt? Der hat so viele Videos, so viele Sachen, der hat so viele Sachen nicht auf der Straße geklärt, dass Fato Fatsbits Kinderhand einen Kapselriss gekriegt hat. So viele Videos haben die gedreht, dass er jedes Mal einchecken musste, Alter. Dattel-Org. Also wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass George Clooney, ne, also Fato, eigentlich ein Korrekter ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass er eigentlich ein Korrekter ist und dass er einfach nur nicht von dem wegkommt. Ja, aber der ist so ein Schlüsselanhänger-Typ. Ja, du weißt, was ich meine. Er ist eigentlich sagt er, ist er in Ordnung. Und eigentlich im Herzen mag er uns auch. Weil wir haben uns auch sehr gut verstanden. Der Fato ist in Wirklichkeit ein Guter. Im Herzen ist er eigentlich ein Guter. Schwöre ich euch. Aber irgendwann... Zeig mir deine Freundin und sie sagt dir, wer du bist. Irgendwann muss man aber wach werden. Weißt du, was ich meine? Also am Anfang kann auch sein, dass er auch kein Guter ist. Naja, aber so wie ich das in Erinnerung hatte, wie ich das im Gefühl hatte, war der eigentlich ein korrekter Kerl. Aber wer solche Lügen von Bösemann und von den anderen mit unterstützt und das ohne Skrupel da mitmacht, ja, dann wird man auch so ein ekliger Typ. Ich auch im Ring und im Käfig meine Sachen geklärt. Was hast du gemacht? Komm, zeig mal, was du gemacht hast. Außer hier im... Zeig mir, wie du Datteln isst und ich sag dir, wer du bist. Geil, Alter. Den Block, deine Runden drehen, deine große Fresse haben und dir in die Hosen scheißen, wenn sich jemand ankündigt. Hm? Ah, habt ihr gesehen? Du scheißt dir in die Hose, wenn sich jemand ankündigt. Das bedeutet, er impliziert mit diesem Satz auf die vorherigen Themen, euch zu manipulieren. Bösemann ist, Schmero Schmass ist nach Spanien geflogen und er hat sich in die Hose geschissen. Ja, er hat sich angekündigt. Er hat sich angekündigt. Er redet so, als ob Schmero Schmass so ein Staatspräsident wäre. Dann hat man die angekündigt mit so Trommel und mit Feuer. Mit Limousine am Flughafen. Mit Limousine hat man den abgeholt. Ich glaube, der kann froh sein, dass er mit Krücken da nur laufen konnte. Aber da wurde er angekündigt. Ja, und da wurde auch Cashmo direkt angezählt. Und dann ist er eingeknickt. Er hat eingelenkt. Ja? Ne? Das ist deine Sache. Und guck mal, du wirfst mir vor, ich mache mit irgendwelchen Zinkern oder sonst irgendwelchen Leuten gemeinsame Sache. Ich bin böse, Mann. Ich stehe für mich alleine da. Als der Schmero Schmass krank war, war ich auch noch cool mit dem. Und ich schwöre euch, ich habe den Schmero Schmass sogar noch gesagt. Bruder, nimm das. Das ist gut für dich, für deinen Körper. Für das. Ja, man hat sich für den eingesetzt. Man hat dir noch so Tipps gegeben. Und das ist der Dank. Und das ist der Dank. Wisst ihr, was ich meine? Aber das ist schon echt heftig, Mann. Das ist schon echt wirklich. Ich habe weder was mit Zinkern zu tun, noch sonst irgendjemanden. Ich verteidige keine Zinker oder sonst irgendwas. Im Gegensatz zu dir. Ja. Du bist mit Pedos und Strichern unter einer Decke. Oh, Jung! Oder kollaborierst mit diesen Leuten. Du gehörst in ihrer Bubble. Du bist ein Teil der Pedo-Stricher-Bubble. Nein, mein Lieber. Cashmo ist ein Teil der Hip-Hop-Bubble, der Rap-Szene. Cashmo gehört zur Rap-Szene, zu der Hip-Hop-Bubble, zu der du niemals gehören wirst, weil du keine Beats machen kannst. Du kannst nicht rappen. Man du versteht kannst keine, nicht, was du rappst. Du kannst keine Texte schreiben. Man versteht nicht, was du rappst. Du hast noch nie eine Studio-Session gemacht. Alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, prallt an dir ab, so. Das ist
Du bist Resistenz, Bruder, das ist... Außer in den ganzen 20 Jahren, nicht zwei, der vergisst die Null immer, die eine Hook, die gesampelte Hook, die gecoverte Hook. Mhm. Komm, gib ihm diesen Prozent Hack, damit die Leute sagen, die aber eine Hook, hat das anders gesagt. Die eine Hook war cool. In 20 Jahren hast du eine Hook geschafft. In 20 Jahren hast du eine Hook geschafft, die cool war, die du weder selber performt hast richtig oder... ist egal. Also performt schon, im Sinne von aufnehmen, ne? Weder deine Idee, weder deine Wörter, nichts, ja. Im Gegensatz zu dir ist Cashmo ein Produzent. Er kann Beats machen. Er kann Texte schreiben. Er kann gut rappen. Flüssig rappen. Er hat eine coole Art, wenn er rappt. Digga, der ist dir, was das angeht, meilenweit voraus. Ja, er ist kein Teil von irgendeiner Kackbubble, die ihr da erfunden habt. Ihr seid ein Teil dieser Bubble. Wir alle gehören nicht dazu. Ja, ihr habt versucht, uns in dieses schlechte Licht reinzuziehen. Für Klicks und für Aufmerksamkeit, für Aufklärer. Ihr seid keine Aufklärer. Ja? Ihr seid keine Aufklärer. Ihr seid ein Krebsgeschwür. Mehr seid ihr nicht. So. Ich bin Team Bösemann. Ja? Und mit mir ist Bero Bass, sonst niemand. Yeah. Damit hat er natürlich auch Schmero Schmass schön vereinnahmt. Mit mir ist Bero Schmass. Damit Schmero Schmass später nicht sagen kann. Kennst du Inky und Brain? Nee, Pinky und Brain? Pinky und Brain. Natürlich. Die wollen die Weltherrschaft ansehen. Ja. Pinky und Brain. Ja, einer dümmer als der andere. So. Ich bin Team Bösemann. Team Rocket. Mit Bero Bass hat er jetzt zwei in seinem Team. Ja. Die seid jetzt schon ganze zwei, Alter. Ja. Stark. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Dir sage ich das jetzt hier nochmal so, weil du hast es ja auch hier übers Internet posaunt. Jetzt sage ich dir das auch übers Internet, okay? Und ich sage dir was, ja? Für deine herablassende Art, die du mir gegenüber hier bringst. Herablassende Art? Oh. Ja, hörst du nicht? Du hast das ja hier im Internet so gesagt, deswegen muss ich ja auch im Internet antworten. Naja. Wieder diese manipulativen, hätte der nicht im Internet gesagt, hätten wir das auch privat klären können. Ich sag dir ganz ehrlich, von Lügengeschichte zu Lügengeschichte wird der immer schlauer. Voila, der wird langsam richtig so richtig gerissen und raffiniert, der Typ. Er ist sehr raffiniert, ne? Sieht ja immer noch aus wie ein Medizinball mit dabei haben Haaren. Dabei haben gewisse Leute, die andere Leute zu irgendwelchen Bubbles zusprechen, vergessen, dass die eine Frau vergewaltigt haben. Ja, ich erinnere euch an Patek. Ja, ein Mann, der eine Frau vergewaltigt, der gegen ihren Willen sie auf den Straßenstrich oder in den Puff schickt, gegen ihren Willen. Wie nennt man solche Menschen? Aufklärer? Gute Menschen? Ihr entscheidet. Sind Zuhälter. Ja, also ich rede jetzt nicht von Luden, wo die Frau eh anschaffen geht, die sind so zusammen, die geht anschaffen. Das ist auch ekelhaft, das ist nur Dayus-mäßig, aber geht uns nichts an. Die wird nicht gezwungen, die machen das freiwillig, das ist so ihr Business. Aber ich rede von Männern, die Frauen überreden, zum Ackern oder gegen ihren Willen anschaffen schicken, die misshandeln. Unter Drogen setzen. Die unter Drogen setzen, die vergewaltigen. Schlagen. Sind das für euch gute Menschen? Sind das für euch Aufklärer? Kommt auf die Bubble an. Das sind Täter. Kein Gelaber. Kein Dirty Talk. Das sind Täter. Das sind eine Ausführung. Es wurde ausgeführt. Denn das ist jetzt das Wort, es wurde ausgeführt, müsste ja in seiner Militärsprache eigentlich auch ein guter Begriff sein. Mission ausgeführt. Ja. So. Operation. Das ist nicht Operation Walküre. Da war von irgendeiner seiner Kollegen war ja die Mutter wohl im Krieg. Ja, die hat ja bei Operation so und so mitgemacht. Ja. Das hat mich an Tom Cruise erinnert, ne? An die Walküre-Effekt. Ne? Das ist aber eine andere Geschichte. So, wie nennt ihr solche Menschen? Sind das für euch gute Menschen? Ich weiß es nicht. Ihr entscheidet. Ich enthalte mich da. Ja, das ist ja Desert Storm, ja. Also, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass der böse Kelban Zuhälter im Desert Storm-Projekt war. Ja, gibt es für dich zwei Möglichkeiten. Du stellst dich mir in einem Zweikampf. Du gegen mich. Daher weht der Wind. Momento. Wo das sein wird, ob das öffnet. Er schreibt den Cashmo einer Pedo-Bubble zu. Ja? Stricher-Bubble. Und die sind ja alle so für den Kinderschutz. Aber warum will er dann mit dem kämpfen? Warum will er denn einen Pedo-Supporter
Warum will er damit dem Geld machen? Das ist schlimmer als wie bei dem. Das ist schlimmer als von bei dem. Cashmo ist ein Stricher. Cashmo ist, der hat mit den und den gefickt. Cashmo hat dies und das. Da werden so Lügen über Cashmo erfunden. Cashmo hat mit einer Transe gefickt. Und wenn? Was interessiert dich das? Weil hat er dir was getan? Hier ist dein Gegner. Amar aus Mardin. Mach erstmal diesen Kampf fertig, bevor du Cashmo herausforderst. Komm ran, Junge, hol dir ein paar Laschen und kannst weiterziehen. Ja? Steh erstmal den Kampf gegen Amar durch. Ja? Und das wird natürlich eine traurige Nummer für dich. Ja! Kämpf erst gegen den Löwen aus Mardin. Tiger. Ja? Der Mardinli-Krieger. Tiger. So. Und dann könntest du eventuell noch gegen OJ kämpfen. Gegen mich wirst du ja nicht kämpfen, weil ich ja so ein schlimmer Bube bin. Ja, so ein verrückter Kerl. Ich bin kommt ja so drauf an, wie viel Zeit dazwischen liegt. Ne? Gegen mich angeblich wolltest du ja nicht kämpfen, obwohl du ja eigentlich gegen mich kämpfen wolltest die ganze Zeit im Hintergrund. Klären, das machen, besorg dir Gefälschte, das, mach so, damit ich das rechtfertigen kann, damit die Zinker mich nicht schicken später. Ja, ja. Also, was habe ich dir gesagt? Nimm das alles auf. Nein, ich spiele deren Spiel nicht. Bruder, wir haben doch. Ja, aber alles nicht. Alles nicht, du, aber... Du hast trotzdem noch wieder mal zu korrekt. Leute, soll ich denn eine verpassen? Ich habe ihm gesagt, guck mal. Ja, wir waschen dreckige Wäsche nicht. Ihr habt ja gesehen, als er mit mir diese Videos gemacht hat, habe ich nur seine Lügen widerrufen. Mehr nicht. Ich hätte auch diese ganzen Sachen und diese Pettig-Sachen und so, hätten nicht schon daraus sagen können. Aber wir sind nicht so. Aber wenn einer dir keine Wahl lässt, musst du auch, wenigstens um zu zeigen, der labert Scheiße, ja, auspacken. Am Ende des Tages, liebe Friends, hat er eh keine Eier gegen mich zu kämpfen. Das, darum geht's. Ja? Young Money mit einem Abo an die Community verschenkt. Vielen Dank. Leute, ihr wisst, Subben ist erlaubt übrigens. Ich küsse euer Herz. So, wir gucken weiter. Na, aber wie gesagt, wegen gerade. Er unterstellt Cashmo einer so einer dreckigen Sache, will aber gegen den kämpfen. Er sagt, Farid ist schlimmer als die Geschichte von Sinan. Der Farid ist so schlimm. Farid, komm zum Kampf. Merkt ihr eigentlich selber nicht, dass die euch alle verarschen? Jeder einzelne von denen verarscht euch. Keiner von denen traut sich nachts raus. Aber sein Jahreslohn ist wieder abgesichert. Halas, sein Jahreslohn, mein Kampf, Cashmo, der hat dieses Jahr wieder gewonnen. Ja, das ist alles nur Geldmacherei. Die versuchen nur Klicks zu machen, Geld zu machen. Und haben es, ein, zwei Vollidioten von denen haben es tatsächlich geschafft, mit Lügen und dreckigen Sachen sich eine kleine, dumme, abgefuckte Bubble sich aufzubauen. Natürlich sind davon 500 Fake-Kommentare. Aber es gibt wirklich Menschen, die glauben. Es gibt, und diese Menschen tun mir leid. Weil die eigentlich stehen einige von denen für eine gute Sache ein. Wir sind ja alle gegen so die Sachen mit Kindern. Wir sind ja alle dagegen. Ja? Aber diese Menschen manipulieren diese Menschen und benutzen sie diese als Schafe, als Ziegen. Ja? Als Kanonenfutter. Die spielen mit deren Gefühle. Versteht ihr, was ich meine? Denen interessiert das nicht, was, ob das die Wahrheit ist oder ob das so ist oder nicht. Denen interessiert nur eins und das ist Geld. Klicks machen Geld relevant. Man hat es als Rocker nicht geschafft. Man hat es als Drogendealer nicht geschafft. Man hat Kampfsportler nicht geschafft. Man hat es als Rapper nicht. Also alle Punkte, die es gibt, haben die es nicht geschafft. Also nicht mal ein bisschen. Die haben gar nichts davon geschafft und dann haben die eine Sache gefunden, wo wir uns alle einig sind. Frauen und Kinder. Frauen und Kinder. In dieser Sache sind wir uns alle einig. Keiner kann was dagegen sagen. Wenn einer sagt, ja, ey, wir sind gegen Pädophile, wir sind dafür, dass Kinder nicht angetan werden darf. Natürlich sagt jeder, ja, hast du recht. Und genau damit spielen die. Das ist die eine Sache, womit man noch punkten kann. Weil egal, was für du bist, sei der letzte auf der Erde. Wenn der sagt, wir sind gegen Pedos, dann sagen alle Menschen eigentlich, ja, hat der recht. Aber damit manipulieren die euch. Mit dieser Sache. Die ja eigentlich ein Universalregel ist für uns alle, dass das klar ist. Checkt ihr, was ich meine? Ne? So. Und das ist der Deckmantel. Das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Ne? Ähnliches oder nicht, ist mir scheißegal. Aber du wirst dich mir stellen. Okay?
Und das ist keine Frage oder Aufforderung oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich meine Antwort zu deiner, so wie Memo Rapcheck gesagt hat, Herausforderung. So wie Memo Rapcheck gesagt hat. Jetzt zieht er noch Schmeck den Memo mit rein. Sorry für Schmatzen. So wie Memo das gesagt hat. Ne? Er zieht also Memo rein und tut so, weil Memo gesagt hat, er hat ihn ja quasi herausgefordert. Und er nimmt natürlich die Herausforderung an. Ja? Weil mit dem, was du hier von dir gibst, hast du mich tatsächlich herausgefordert. Ne? Und das ist meine Antwort. Herausforderung ist angenommen. Einfach klar gemacht. Zeig mal jetzt, was du drauf hast. Jetzt. So, also guck mal, die Psychologie ist, böse Kelban hat das angenommen und stellt jetzt Cashmo als jemand dar, der jetzt was beweisen müsste. Das heißt, er tut so den Cashmo in eine Ecke drängen, wo Cashmo sagen müsste, ich muss jetzt Eier zeigen. Er sagt, zeig mal, was du kannst. Aber der Cashmo ist nicht doof. Er hat diese Spiele durchblickt. Ja? Und ich glaube, der Cashmo hat auch eine Story gepostet, der soll erstmal gegen dich kämpfen. Ja, der Cashmo ist nicht doof. Ich habe gesagt, jeder, mit dem ich gut bin, den ich kenne, der ein Freund von einem Freund ist, wird dir kein Geld bringen, keinen Kampf geben, bis du mit mir kämpfst. Es wird kein Money geben für dich. Money, das meiste Money hast du gegen mich verdient. Money, Money, ich bin Arbeitgeber für dich, ich bin dein Jobcenter. Ich bin dein Jobcenter, so, und ich habe dir eine Chance gegeben. Ja, das ist so, ich bin der Staat, ich habe dir eine Wohnung gegeben, in der du wohnen durftest. Bürger. Und jetzt willst du da nicht mehr rausgehen. So, bist du wie so ein Messi. Ne? Also nicht der Spieler Messi, sondern diese, du weißt welche Messi. Also fühl dich gar nicht geschmeichelt mit Messi. Ich will es wissen. Komm, jetzt zeig mal, was du drauf hast, du Lappen. Ja, Video ist quasi durch. Ja, ja, ich will ungern sagen, dass ich sein Zuhälter bin, weil ich ja gegen Zuhälter bin. Ja, Leute, die Frauen anschaffen, schicken. Jeder, der eine Frau anschaffen schickt, gegen ihren Willen, der Geld macht mit so Frauen, die unschuldig sind, das sind die letzten dreckigen. Ja, das sind Dayus, das sind Dreck, die würden ihre eigene Mutter, ihre eigene Schwester verkaufen.